Mittwoch, den 13. Mai, hat unter dem Motto Aufwerten auch in Münster offiziell der Kita-Streik angefangen. Die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes marschierten vom Gewerkschaftshaus bis zum Prinzipalmarkt. Auch betroffene Eltern mit Kleinkindern waren dabei, um den Streik zu unterstützen. Wenn man sich anschaut, welche Arbeit Erzieherinnen und Erzieher machen müssen und zu was für einem, ich sag mal, Entgelt sie dieses machen müssen, also ich finde das sehr erschreckend. Es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt relativ wenig verdienen, sondern auch im Alter droht bei vielen halt die Altersarmut. Und in meinen Augen geht das überhaupt nicht. Am Prinzipalmarkt hörten Hunderte von Demonstranten den Reden von Kollegen und Kolleginnen, Oberbürgermeister und Bezirksgeschäftsführer zu. Es mag für den einen oder anderen jetzt noch gehen, weil es 100% im Portemonnaie ist. Gut, Renten, dann ziehen wir das Finanzamt ab, aber okay, es sind 100%. Aber wenn ich mir überlege, ich gehe in Rente und ich habe von dem Ganzen nur noch 40% und ich habe davon auch noch die Steuern ab und die Sozialversicherungen ab, ja, was habe ich denn dann? Dann kann ich mir eine neue Brücke suchen, weil dann ist es nämlich zum Leben zu viel und zum Sterben zu wenig. Die Anforderungen sind zu hoch, der Lohn im Gegenteil zu niedrig. Mangelnde Motivation bei den ausgebildeten Erziehern ist die Folge. Da sind nur ganz wenige, die tatsächlich den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers ergriffen haben. Warum? Sie hatten eine Alternative, sie konnten studieren, sie konnten irgendeinen anderen Beruf ergreifen, in dem sie angemessen und richtig bezahlt wurden. Und deshalb ist ein großer Teil dann tatsächlich nicht Erzieherin geworden. Kolleginnen und Kollegen, das muss nicht so sein. Oberbürgermeister Markus Lewe findet mitfühlende Worte, hat jedoch keine konkreten Vorschläge. Morgens früh da sein, unterschiedliche Anfangszeiten, die Frage, wie ich dafür sorgen kann, dass jedes Kind die Berücksichtigung findet, der Stress, der da ist, die Besonderheiten, dann die Hygiene, die Sauberheit, die Sicherheit und sich trotzdem mit jedem Kind zu befassen, die Anliegen, die unterschiedlichen Anliegen der Eltern, das Thema der Familienzentren ist gerade angesprochen. Ja, das ist etwas, ein Arbeitsalltag in der Tat bedarf der Anerkennung. Der Bezirksgeschäftsführer für das Münsterland, Bernd Bajor, schließt sich der Meinung der Streikenden an. Wir haben gerade festgestellt, dass hier mehrere hundert streikende Kolleginnen und Kollegen ihren Unmut losgelassen haben. Der Oberbürgermeister der Stadt hat ganz genau mitbekommen, dass im Augenblick die Luft brennt und dass es jetzt wirklich Zeit wird, dass die Arbeitgeber uns ein gutes Angebot vorlegen. Die Beschäftigten des Erziehungs- und Sozialdienstes sind so lange bereit, um ihre Rechte zu kämpfen, bis von den Arbeitgebern ein passendes Angebot vorliegt. Wir wollen aufgewertet werden, diese 10%. Wir wollen in allen Bereichen aufgewertet werden, dass die Arbeit, die wir leisten, auch dementsprechend honoriert wird. Auch wenn es zu Schwierigkeiten im eigenen Tagesablauf führt, stehen viele Eltern hinter den Streikenden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich konnte das Gott sei Dank ein bisschen regeln, dadurch, dass ich Schichtdienst machen kann. Und dann betreue ich halt tagsüber mein Kind und gehe abends bzw. nachts arbeiten. Aber heute zum Beispiel muss ich mir frei nehmen, weil ja, einer muss ja aufs Kind aufpassen. Der Kita-Streik ist für 2 Wochen angekündigt. Wenn die Forderungen nicht befriedigt werden, wird der Streik verlängert.